ein neuer Vlog startet. Wir waren ja gestern noch unterwegs und wir wollten euch zeigen, was ich alles abgestoppt habe. Denn wir haben Tombola-Lose gekauft. Ja, ich habe 3 Lose gekauft und ich habe 3-mal gewonnen. Und einmal habe ich eine Brille, die hattest du irgendwo? Ja, die muss irgendwo in der Tasche noch sein, eine Sonnenbrille. Aber das haben wir alles in meinem Video gezeigt. Aber nur den ersten Gewinn. Den zweiten und dritten Gewinn, den kannst du jetzt zeigen. Ja, ich wollte gerne so eine Multifunktionsreibe gewinnen, deswegen... Also Ozark hatte die Niete und dann habe ich von Ozark nochmal einen 10-Euro-Schein bekommen. Ich habe mich aber zurückgehalten, ne? Und habe dann die Flasche gewonnen, ja. Das war Nummer 89. Mit der kann ich leider nichts anfangen, aber... Die Trinkflasche, so. Der Hinweis des Tombola-Manns war gewesen, die sind so schön klein, da kann man bestimmt einen kurzen reinmachen. Und ach so, okay. Kann man das trinken. Und dann, da war ich ganz traurig, habe noch einen losgezogen und hatte wieder eine Gewinnerzahl, die 83. Und ich habe hier einen Regenschirm bekommen, mega cool, und der hat hier so einen Karabiner, also man kann den super easy dann halt an der Hose oder am Gürtel oder sonst wo oder am Rucksack, ne, an der Tasche befestigen und dann hat man halt nicht in der Hand. Das fand ich schon ziemlich cool. Ich meine, wir haben auf jeden Fall Regenschirmüberschuss. Ja, die kann man auch daran machen. Auch gut, also ja. Ich finde das System gar nicht so schlecht. So, ich denke mir auch so, wenn ich wandern gehe oder so, ne, dass man halt die Hände frei hat, aber dass es nicht im Rucksack ist, sondern dass halt alles greifbar ist. Ich glaube, ich finde das cool. Ne? Also so schlecht ist es halt nicht, ne? Aber es ist halt nicht die Multifunktionsreibe. Das ist so das Ende ist leider, von das, ja. Das ist das Einzige, was schade ist. Aber wir haben auf jeden Fall was in der Tombola gewonnen und das ist es auf jeden Fall ja, ganz schön, kann man sagen. Ja. Das seht ihr alles auf Ozarks Video. Ich kann ihn auch verlinken hinten. Und ich wollte heute mit euch zusammen kochen. Und zwar haben wir ein neues Lieblingshaushaltsgerät. Das ist, durfte wieder was von Ultanic einziehen. Wir haben von Ultanic ja schon den Staubsauger bekommen. Den durfte ich euch auch vorstellen. Vielen, vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle an die Firma. Und wir sind mit dem Staubsauger wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ja, also wir haben die Fritteuse jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Wir sind damit auch sehr, sehr zufrieden. Das spart auf jeden Fall Strom gegenüber von einem richtigen Ofen. Ne? Und man kann halt alles da drin machen, was man auch in einem normalen Ofen darin machen kann. Und spart ja. Strom. Wir freuen uns sehr, dass wir das Produkt von Ultanic vorstellen dürfen, denn Ultanic hat uns ja mit dem Staubsauger ja schon einmal überzeugt und dann dachten wir, naja, das zweite Produkt, das würden wir auch gerne ausprobieren und euch vorführen. Und das Wichtige daran ist, Ultanic bietet mit der ja, Heißluftfritteuse einen 5 Liter großen Frittierkorb und damit eine extrem große Menge, bewirbt das Ganze damit, dass man ja, eine dreiköpfige Familie damit satt kriegt, entweder ein ganzes Kilo Pommes oder ein 2 Kilo Huhn können direkt fertig gegart werden in dieser Heißluftfritteuse. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Das ist schon wirklich sehr, sehr groß. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Sollen wir das mal austesten mit 2 Kilo Hühnchen? Ihr müsst es in die Kommentare schreiben, ob wir das wirklich machen sollen, ob wir dann 2 Kilo Hühnchen reinsetzen. Ich meine, so ein Suppenhuhn hat ja nur 1,3 Kilo meistens. Richtig. Oder 1,4 ja, genau. Oder so, oder nicht? Genau größer. Das ist schon sehr, sehr spannend. Das ist schon riesig. Ja, dann dazu kommt natürlich, dass Ultanic bis zu 80%, 90% weniger Fett in die Nahrung mit aufnimmt. Das heißt also, wenn man was zubereitet in der Heißluftfritteuse, wird das Ganze ja mit einer Heißluftzirkulation besonders energieeffizient und natürlich essend und schonend gegart. Und ihr habt weniger Fett im Einsatz als bei einer herkömmlichen Fritteuse. Also natürlich bei Pommes muss man immer so ein bisschen so ein Tropfen Öl mit reinmachen. Aber bei allen anderen Produkten kann man da gerne drauf verzichten und hat dann natürlich ein leckeres Ergebnis und ein leckeres Gericht. Ohne Fett und ohne ja, zusätzliche Kalorien. Dann kommen wir noch dazu, dass Ultanic euch anbietet, mit der App, die für diese Fritteuse zur Verfügung steht, euch kostenlos täglich, ja, wenn ihr möchtet, per Newsletter ein Rezept zukommen zu lassen, mit dem ihr dann euch ein Gericht raussuchen könnt, das ihr mit dieser Heißluftfritteuse zubereiten könnt. Und das allercoolste Feature daran ist, ihr könnt es mit euren Smart-Home-Geräten koppeln. Das heißt, ihr nehmt eure Alexa, die ihr im Einsatz habt, koppelt es mit der Ultanic-App und könnt dann sozusagen auf Timer eure ja, Nahrung, wenn sie schon reingepackt ist, vorterminieren und dann auch fertig backen lassen, wenn ihr das wollt, von unterwegs oder sonst was. Ihr seid jetzt gerade ja, im Auto und fahrt weg und möchtet eure Alexa benutzen, dann kann die das Ganze für euch starten. Das ist der große Einschubkorb, der ist wirklich sehr, 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 sehr groß. Und ihr seht es, das ist so eine viereckige... Die wird sich da sehr freuen, ne? Ja.
Weil die beiden Jungs, die schaffen auf jeden Fall eine Portion für drei Personen. Also eine Portion Pommes und Hähnchen-Nuggets. Ja, und Nuggets darin zuzubereiten. Das wird schon mega cool. Also wir finden das ganze System wirklich sehr, sehr schön. Kochmäßig habe ich mir überlegt, dass wir Gnocchis haben. Ja. Und wir machen Pesto-Gnocchis mit frischen Tomaten. Und ich habe die Gnocchis jetzt einmal vorgekocht, weil das waren getrocknete. Man könnte auch frische aus dem Kühlregal nehmen. Pesto habe ich selbst gemacht. Du kannst gleich weitermachen. Also, nee, aber das Pesto musst du unbedingt zeigen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr lecker. Halt das mal in die Kamera. Haben wir gestern schon gemacht. Ach, ist ein bisschen dunkel an den Stellen geworden. Wir haben das Pesto gestern schon gemacht mit Löwenzahn aus dem eigenen Garten. Habe ich selbst geerntet. Ist mit Walnuss und Sonnenblumenkernen gemacht. Ein bisschen Käse ist drin. Man kann das natürlich auch vegan lassen. Und man kann das natürlich mit Öl machen. Ich habe es jetzt mit Nudelwasser ein bisschen flüssiger gemacht. Ne? Wer nicht auf die Kalorien achten muss, ne, der nimmt ein schönes, gutes Öl und macht es dann über die Gnocchis oder über Nudeln. Gestern hatten wir das Pesto mit Nudeln gegessen. Heute ist das Pesto noch übrig. Und ich dachte, wir haben Kartoffel-Gnocchis da und wir geben... Naja. Kannst du das hier reinstellen? Passt der Erfahrung. Wir geben etwas Pesto hier über die Gnocchis. Die sind jetzt halt ein bisschen vorgekocht. Und dann verrühren wir das Ganze, machen das in die heiße Fritteuse und lassen das richtig schön knusprig backen in dem Airfryer. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Ja, Ultenic ist ja nicht nur neu auf dem Markt, sondern auch ein sehr, sehr guter Hersteller. Und das Schöne an der Ultenic Heißluftfritteuse ist, dass ihr auf der Oberfläche, also ihr schaut von oben drauf, ein Touchsystem habt, mit dem ihr stufenlos alle verschiedenen Modis durchprobieren könnt. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Modis, die ihr benutzen könnt. Das heißt frittieren, dehydrieren, backen, grillen. Also alles, was das Herz begehrt, was ihr auch mit mal so ein paar Kräuter aus dem Garten einfach trocknen und für den Winter halten. Machen, ja, und das alles ist, kein Problem. Genau, dazu habt ihr auch 11 voreingestellte erwärmen und ihr habt 11 voreingestellte Gerichte, Menüs, die ihr direkt anklicken könnt über das Touch-System, mit dem ihr dann sozusagen bei Grillhähnchen, Pommes, ich sag so, das ist immer so die standardmäßigen Sachen oder auch wenn man Bratwurst, kann man zum Beispiel auch in so einer Heißluftfritteuse zubereiten. Bratwurst schmeckt auch gut. Ja. Das hatten wir, als unsere Freundin in Berlin war, ne? Genau, das war richtig, richtig, richtig gut und egal welche Sorte von Fleisch, Fisch, Garnelen, Pasta, Gemüse ihr damit zubereiten wollt, ihr könnt das Ganze damit wirklich sehr, sehr schön luftfrittieren und heiß machen. Und ja, jetzt kippen wir mal unsere Gnocchis rein und ich würde sagen, wir schmeißen das Ding gleich mal an. Wenn man Angst hat vor der Säuberungsaktion im Nachhinein, ja, das ist alles Spülmaschinen geeignet, aber man könnte natürlich auch ein Backpapier in die passende Größe zuschneiden und das einfach drunter legen. Dann muss man sich um die Reinigung gar keine Sorgen machen. Genau. Und ansonsten ist natürlich auch der Anhebeersatz, also dass das Grillgut nicht direkt auf dem Fußboden aufliegt, leicht erhöht. Das könnt ihr dann auch einzeln rausnehmen und mit Wasser abspülen. Ist, wie gesagt, Spülmaschinen geeignet und hat 4 Silikonseiten, also 2 nach links und 2 nach vorne und rechts. Ja, damit gibt auch passende Dauerbackfolien-Silikon. Genau. Das Pesto schmeckt übrigens sehr, sehr gut, wirklich sehr lecker. Ihr könnt aber jedes Pesto nehmen. Genau. Ihr seht die Ultenic jetzt von oben und das Wichtige, wir haben hier unten so einen kleinen Kindersicherungsknopf. Nur wenn der auch gedrückt ist, kann man den Grillkorb rausnehmen oder reinschieben. Ist natürlich halt wichtig, wenn ihr zum Beispiel kleine Kinder oder halt auch Personen im Haushalt habt, die hier nicht rangehen sollen oder vielleicht auch Tiere, vielleicht mal die Katze auf den Tisch hüpft, dass da nichts passiert. Deswegen, hier gibt es einen Sicherungsknopf, der ist super gut. Die Ultenic könnt ihr hier oben, wie gesagt, mit dem Touch-Display einfach anschalten und dann seht ihr schon die einzelnen Modis. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera jetzt ganz gut erkennen. Wir haben hier einmal die Temperatureinstellungen, also Plus und Minus, da kann ich hoch und runter schalten und natürlich die Zeiteinstellungen für die gewünschte Grillzeit. Und dann seht ihr hier unsere vorgestellten Menüs bzw. Gerichte. Wir haben hier Pommes, wir haben hier Hähnchen, wir haben Steak, wir haben Garnelen, Pizza, Bacon, Brokkoli, Gemüse, Brot, Brötchen, Muffin aufwärmen, eine Vorheizungsfunktion und einmal die Warmhaltefunktion. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel schon mal was vorbereitet habe und es nur warm halten möchte, zum Beispiel Bratkartoffeln oder sowas und ich möchte noch irgendwas, warte noch auf meinen Braten, dann kann ich die auch in der Ultenic einfach reinpacken und dann mit der Keep Warm
Funktion einfach warm halten. Wir haben jetzt Gemüse drin, das heißt, oder beziehungsweise ja, Gnocchis. Das heißt, wir nehmen unsere Gemüsefunktion, klicken da einfach einmal drauf. Hier sagt er 150 Grad voreingestellt, 10 Minuten. Mach mal 180 Grad 15 Minuten bitte, damit es auch schön knusprig wird. Dann, okay. Dann ändern wir das Ganze nochmal ab auf 180, 15 Minuten und dann starten wir das Ganze einfach mit dem Startknopf und los geht's. Nebenbei mache ich hier noch ein paar Zwiebeln für das Essen. Ich schneide gleich noch ein paar frische Tomaten dazu und ich hatte jetzt schon Salz dran und ich mache da gleich noch so ein bisschen, ich habe hier Rohrohrzucker da. Ihr könnt natürlich auch ganz normalen Haushaltszucker nehmen, dass ich die Zwiebeln so ein bisschen karamellisieren lasse. Und am Ende verheiraten wir das alles miteinander und dann lassen wir uns das schmecken. Wir zeigen euch mal ein kleines Zwischenergebnis. Nach unseren 15 Minuten sehen die Gnocchis so aus. Die sind schön knusprig. Das ist wirklich sehr gut. Nach 8,5 Minuten hat uns die Ultenic K10 gesagt, und zwar hier bei der Temperaturanzeige, die ihr jetzt gar nicht seht, bitte schütteln Sie Ihr Grillgut, damit es nicht am Boden festklebt. Das haben wir natürlich gemacht. Und jetzt kommen noch lecker Tomaten rein, die wir nämlich auch nochmal mitbacken wollen. Genau. Während wir jetzt unsere letzten 5 Minuten auf die Ultenic K10 warten und unsere Tomaten auch noch richtig knusprig werden auf den Gnocchis, möchte ich euch noch kurz zeigen, es gibt natürlich beim Produkt nochmal mit dabei eine Anleitung, mit der ihr eure Ultenic K10 ganz einfach steuern könnt, wo alles erklärt ist, wie man die benutzt, wie man die reinigt, dass man natürlich, bevor man das Gerät reinigt, den Stromstecker ziehen sollte und so eine Sachen, halt diese ganz klugen Dinge, die alle in so einer Anleitung drinstehen, die findet ihr hier. Und dann haben wir noch den Ultenic User Guide für die App, denn ich hatte euch gerade am Anfang gesagt, Ultenic bietet die Möglichkeit, euer Handy, euer Smartphone mit der K10, ja, Heißluftfritteuse zu verbinden. Das ist ganz simpel. Ich habe jetzt nämlich die Ultenic App schon auf meinem Handy drauf. Das könnt ihr euch ganz einfach aus dem App Store runterladen. Ich zeige euch das ganz kurz, indem ihr einfach sozusagen in den Google Play Store geht. Das habe ich jetzt bei mir auf einem Google Handy. Wenn ihr einen Apple iPhone habt, gebt ihr einfach in den App Store und da sucht ihr nach dem Ultenic Symbol. Das ist dieses U mit den lustigen Perlen. Ich hoffe, man kann das jetzt sehr gut erkennen. Dort ladet ihr euch die App kostenfrei runter, erstellt euch einen Account. Das ist auch ganz einfach. Ihr gebt eure E-Mail-Adresse an, wählt euch ein Passwort aus und kriegt von Ultenic einen Bestätigungscode und dann kommt ihr in die Ultenic App rein und dort müsst ihr dann nur noch euer Gerät hinzufügen. Wir haben natürlich hier unsere K10 Heißluftfritteuse. Dann sieht das Ganze so aus und ihr müsst nur noch das Gerät hinzufügen. Das könnt ihr mit dem Knopf Gerät hinzufügen machen. Damit das Ganze aktiv wird, müsst ihr 5 Sekunden lang auf der Ultenic den Power-Knopf gedrückt halten, damit die WLAN-Funktion aktiv wird. Dann wird das Gerät gescannt im WLAN und ihr findet es direkt in eurer App. Könnt es hinzufügen und dann mit euren Smart-Home-Geräten wie beispielsweise Amazon Alexa kombinieren. Und schon ist das Essen fertig. Jetzt geht's los. Sieht fantastisch aus. Sieht's ultra heiß aus. Mag ich total gerne. So, wir haben Fatis Löffel hier in Ehren. Das ist nämlich der perfekte Auftulöffel. Ja. Nur ganz selten hat ihn Ozok benutzt für Nudel Bolognese zum Essen. Ja. So. Aber das ist sehr, sehr gut. Ich mag das, dass wir so viele Dinge vom Fatih noch haben. Ja. Und ich muss sagen, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Unsere Gnocchi mit Tomate finde ich sehr, sehr lecker. Ist jetzt noch die dritte Portion hier drin. Wer möchte, kann sich jetzt natürlich noch weiteres Pesto hier drauf tun. Und hier sind die karamellisierten Zwiebeln. Das ist so lecker. Das liebe ich sehr. Also die passen noch richtig gut als Topping zu oben drauf. Finden wir super. Ja. Ich habe jetzt auch richtig Hunger. Ich hoffe, ihr auch. Genau, kriege ich noch Klecks Pesto? Juhu. Genau. Num, num, num. So. Dankeschön. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Und falls ihr auch gerade esst, wünschen wir euch einen guten Appetit. Schmeckt richtig gut. Wir sind halt nicht so lapprig wie aus der Pfanne, ne? Mit der Tomate fruchtig, richtig gut. Ist richtig gut durchgegart und schmeckt sehr, sehr lecker. Es ist der nächste Tag und ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch. Und zwar mit New2024 könnt ihr 10 Euro sparen. Die kostet jetzt 69,99 statt 79,99. Ich verlinke das alles unten in der Infobox. Hi! Ja.
Okay, Aioli lenkt mich etwas ab. Da gibt es auch noch ein Update zu ihr. Dann wollte ich euch noch kurz zeigen, was wir gestern so gemacht haben. Ach. Ja, also morgen ist ja die Sperrmüllabholung, die hatten wir ja bestellt. Und so sieht es aktuell aus vor unserem Grundstück. Ja, bis zu 10 Quadratmeter holen die hier ab. Und das ist auf jeden Fall weniger und ich habe ganz viel angekreuzt. Also wir hoffen, dass es auf jeden Fall alles ganz gut funktioniert. Und während wir das draußen vor unseren Zaun halt hingestellt haben, das ist ganz viel von der Fevo-Dach, vom Dachgeschoss und aus der Fevo direkt auch. Und von den Möbeln, die wir halt von den Vorbesitzern halt alles, die wir nicht brauchten und vom Unterstand auch was. Also Sessel, Teppiche, Fußbodenbelege, Möbelstücke aller Art. Nee, das nehmen die alles mit. Und da hat sich jetzt so einiges hier angesammelt auf dem Grundstück und da sind wir super happy, dass es zweimal im Jahr hier gratis abgeholt wird und bei uns nehmen die halt auch richtig, richtig viel mit. Ja, ich weiß ja nicht, wann die morgen genau kommen, aber ich werde mal drauf achten und ansonsten muss man mit Vitamin B mithelfen, dass sie auch alles mitnehmen. Ja, währenddessen wir das gestern rausgetragen haben, abends noch, das sieht man übrigens auf dem Ferienwohnungskanal dann auch, war unser Baggermann da, der ja hier unser Grundstück begradigen möchte. Und der ist mit dem Fahrrad hier gerade lang gefahren und hat uns gesehen. Und der wollte sowieso nochmal bei unserem Grundstück vorbeischauen, dass man das nochmal bequatscht, was wir halt vorhaben, ne, und wie er uns da unterstützen kann. Ja, und ich gehe mal hier weg vom Fenster. Dann hört ihr die Autos auch nicht so. Willkommen in der Küche. Wir sind also mit ihm rumgegangen, haben einen Gartenrundgang gemacht und wir wollen ja bis zur Fevo sozusagen, also das wollen wir alles so ein bisschen abschüssig lassen, wie es ist. Also der vordere Teil des Grundstücks, der zur Straße zeigt, und den hinteren Teil des Grundstücks, den möchten wir ja gern begradigen lassen auf so 3 Ebenen, damit die Ebenen nicht zu unterschiedlich hoch werden. Man kann ja auch nicht Zäune, Mauern setzen über 2 Meter, dann bräuchte man wieder eine Baugenehmigung und so. Also die Ebenen sollen nicht mehr wie 2 Meter halt auseinander liegen. Deswegen brauchen wir so 3 oder so. Wir bleiben auch so ein bisschen vom Zaun weg und wir gleichen das auch so an, dass es halt zu den Nachbargrundstücken. Also er hat uns das ganz klug erklärt, er macht das ja öfters, ne? Wo wir denn am sinnvollsten anfangen und wie wir das am besten machen. Und er hat auf jeden Fall ganz gute Ideen. Ich sage, auf jeden Fall möchten wir das so praktisch wie möglich, dass wir keinen Ärger mit den Nachbarn kriegen, dass wir das nicht irgendwie wahnsinnig hoch aufschütten oder abtragen zu den Nachbargrundstücken, weil dann hat man immer so ein kleines Problem, was man dann befestigen müsste. Und das wollen wir alles gar nicht. Also es soll schon so einfach und praktisch wie möglich sein, aber so, dass es trotzdem begradigt ist und man gerade Flächen zum Laufen hat. Und später, wenn wir ein bisschen Geld übrig haben, dann kaufen wir Steine und L-Steine oder irgendwas, ne, oder so. Gibt so mit Löchern drinnen, ne? Die sind ein bisschen einfacher zum Verlegen und setzen die dann da rein und schützen so die Mauern ab. Aber so macht er uns jetzt erstmal so Berge, die dann so bleiben können. Und ja, er meinte, so braucht ungefähr einen Tag, weil es schon viel Erde ist, was bewegt werden muss. Und wenn er das richtig ordentlich auf Kante, also mit einem Lineal nachmessbar machen möchte, so, dann bräuchte er 2 Tage. Ich sage, nee, schön ist nicht, gar nicht notwendig. Wenn das so grob richtig verteilt ist auf die Ebenen, dann sind wir schon ziemlich happy. Den Rest können wir uns auch mal einen kleinen Bagger ausleihen und die Feinheiten machen. Das ist uns dann nicht so, also es ist nicht wichtig, dass es komplett akkurat ist, sondern dass die Massen bewegt sind. Und dann machen wir das später, weil ich möchte ja auch gerne meine Bäume bestellen. Und ja, hat er gesagt, ja, auf jeden Fall warten, bis er durch ist. Und er wird es halt, erwartet halt, dass 2-3 Wochen wirklich durchgehend schönes Wetter ist, dass die Erde nicht feucht ist und dann hat man es als Baggerfahrer ein bisschen einfacher. Und ja, also wir haben das jetzt alles besprochen und sind da jetzt erstmal so alle ganz happy. Das kommt natürlich auf seine Zeit drauf an und auf das Wetter so ein bisschen und diesen Monat wahrscheinlich nicht. Nächsten oder spätestens übernächsten Monat. Denn also ich muss mich noch etwas gedulden mit Pflanzen kaufen, weil das macht natürlich keinen Sinn, dass ich den hinteren Teil des Grundstücks bepflanzen möchte mit Bäumen, die man dann alle nochmal rausreißen müsste, ne, wenn der Baggermann kommt. Deswegen. Ja, also wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, den Kompost zu entfernen und alles Mögliche zu machen und den ganzen
alles, was so im hinteren Teil des Grundstücks ist, dass wir das versuchen, halt so die Bäume zum Beispiel, die Wurzeln oder alles an Unrat und so, dass wir das alles entfernen, dass er wirklich gut auch von A nach B fahren kann. Ja, und ich habe gesagt, ich möchte meinen Fliederbusch vorne, ne, das ist ja das, der einzige Baum dort da hinten, den möchte ich gerne behalten, also dass wir das irgendwie so klug wie möglich, ja, irgendwie eindingsen in die Ebenen, ja, dass wir den einfach so lassen, wie er ist gerade, weil er ist ja auch schon sehr groß gewachsen, also einfach versetzen ist da auch nichts mit. Ja, ich habe gestern noch, weil ich im Garten einkaufen, liebe ich sehr, feiere ich total. Und ich habe Taubnesseln gesammelt. Ihr habt es auf Instagram gesehen. Also wir haben weiße und lilane im Garten, wobei die weißen größer sind als die lilanen. Und Leute, die sind wirklich hart erkämpft gegen die Steinhummeln hier im Garten. Wir haben so viele Steinhummeln und die sind so 3 Zentimeter, so 2-3 Zentimeter groß und die brummen richtig laut, aber die machen halt nichts. Ne? Die sind total super für die Natur draußen und gerade für diese Taubnesseln sind die perfekt, weil die Taubnesseln, da sitzt der Pollen so weit hinten und die Hummeln haben besonders langen Rüssel, deswegen kommen die da besonders gut ran und Hummeln lieben das und deswegen braucht man die Hummeln auch zum Bestäuben im Garten. Wir finden Hummeln ganz toll. Ich habe so ein bisschen Angst und Panik gehabt, aber ich werde mich beruhigen. Ja, das kriegen wir alles hin mit den Steinhummeln. Sind jedenfalls hart erkämpft, aber ich habe gewonnen. Ich habe alles abgeerntet, was wir da hatten. Und dann muss ich jetzt 1-2 Tage warten, einfach bis neue Blüten gewachsen sind, dass ich die dann auch abernten kann, weil ich habe schon Tee getrunken. Ich möchte auf jeden Fall so viel, dass ich im Winter auch mal ein Teechen trinken kann. Und ja, werde ich also, wenn ich dran denke, immer mal ein bisschen pflücken, kann man einfach bei Zimmertemperatur trocknen lassen und dann als Tee trinken, hat viele gute Eigenschaften, man kann natürlich auch die ganze Pflanze ernten, also alles oberhalb der Erde ist essbar an der Pflanze, aber ich finde, es sieht ganz schön aus, ne? Wenn man jetzt nur die Blüten erntet, macht ein bisschen mehr Arbeit, aber das ist wurscht. Ja, dann Löwenzahnhonig ist auch fertig, hier zu sehen. Richtig toll. Also wenn er im Kühlschrank ist, dann ist die Konsistenz noch perfekter. Ich habe vielleicht so ein bisschen zu früh abgefüllt. Aber ja, das ist ja kein Problem, das Glas, was man gerade entwickelt hat, einfach in den Kühlschrank zu packen. Ansonsten, das hält sich natürlich ewig. Es ist ja nur Zuckerwasser. Das verfällt eigentlich nicht. Wenn man sauber gearbeitet hat, wird es nicht schlecht. Aber man soll das halt vorher irgendwann aufbrauchen. Also ich habe davon 6 Gläser. Manche sind ein bisschen kleiner. Manche sind hier schon angefangen und hiervon habe ich noch mal eins abgefüllt. Das nehmen wir nämlich heute Nachmittag mit und verschenken das. Also das ist auf jeden Fall fertig und hier warte ich noch einen Tag. Also das mache ich morgen. Das ist mein Löwenzahnölauszug und ich habe ein Gänseblümchenölauszug. Man lässt das 3-4 Tage stehen, damit das alles wirklich in das Öl übergeht. Ich habe das hier auch erhitzt. Und dann siebt man das einfach ab und dann kann man das als Massageöl zum Beispiel benutzen. Es hat ganz viele tolle, gute Eigenschaften. Ich möchte es noch weiter verarbeiten zu einer Salbe. Also hallo, hier Mira, die Kräuterhexe ist am Start, weil wir feiern das total, ne? Also, ich verlinke euch unten die Heißluftfritteuse, den K10 von Ultenic, unten in der Infobox mit dem Rabattcode, dass ihr das alles findet. Das Essen, das Rezept könnt ihr auch gerne nachmachen. Wirklich super lecker mit dem Pesto. Man kann auch wirklich jedes Pesto nehmen, hatte ich, glaube ich, gesagt gestern. Und schmeckt sehr, sehr gut. Löwenzahnhonig hat, Löwenzahnpesto, Honig hat uns auch gut geschmeckt, Pesto auch. Ich habe noch Salz, ne? Löwenzahnsalz gemacht. Das kann ich euch auch kurz zeigen jetzt hier am Ende. Meine Löwenzahn-Experimente, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, die sind alle geglückt übrigens. Ich habe hier noch Löwenzahn-Salz und ja, 40 Gramm habe ich nur gemacht. 50-50 ist jetzt die Mischung, also schmeckt richtig gut nach Löwenzahn. Das ist wie so ein Kräutersalz zum Verwenden, passt richtig toll zu Fleisch aber auch und kann man überall verwenden, wo man Kräutersalz genommen hätte, ne? Oder um irgendwas zu salzen. Das schmeckt auch. Pesto hat richtig gut geschmeckt, Honig schmeckt richtig gut und ich probiere die Salbe ja noch aus, das mache ich erst morgen. Aber ja, wir feiern das auf jeden Fall, dass wir so vielen tollen Unkraut-Löwenzahn im Garten haben. Das wollte ich euch nochmal gesagt haben. Und jetzt beende ich auch das Video.
die Heißluftfritteuse und den Rabattcode. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox, da könnt ihr euch das Gerät gerne mal anschauen. Würde ich mich freuen, würde sich die Firma freuen. Und wir freuen uns alle noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao!